Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von The Planet Crafter. So, meine Lieben, das Erste, was wir jetzt erstmal machen, ist, die anderen Eingänge zu sprengen. Und dann gucken wir mal nach der goldenen Kiste. Ich weiß zwar, wo die ist, ich habe nur das Problem, dass ich mich immer in diesem Redfall-Biom verlaufe. So, wir müssen auch zum Canyon. So, und dort. Ist ja hier rechts irgendwo so eine Iridiumhöhle. Und in dieser Iridiumhöhle ist der Zugang hier. Oh, mach mal Licht. Und zwar hier. Ja, guck, geschau, ja, guck, geschau. Ich hoffe, das reicht. Jawohl, das ist der eine Zugang. Und dann machen wir gleich den anderen Zugang auch noch frei. Der ist im Grasland. So, dann müssen wir hier mal hochklettern. Kletter, kletter. Ist hier Schönes drin? Den nehmen wir mal mit. So, da seht ihr schon hier, dass das so rieselt. Und da ist dann der nächste Zugang. Jetzt weiß ich nur nicht, welche Seite. Warte mal. Ja. Aber ich glaube, da war eine Kiste. Warte. Das ist die Variante 4. Schade. Also ich glaube, um die Dings zu finden, müssen wir dann noch mal um die Spezies 4 müssen wir dann noch mal in die Wracks gehen. Da hat sich sowieso einiges geändert in den Wracks. Das muss ich euch auch noch zeigen. So, warte, warte, warte. So, schön. Und bei den Wracks braucht man jetzt auch immer Sprengstoff. So, dann lass mal gucken, ob ich jetzt gleich mal da rauskomme, wo ich rauskommen will. So. Also hier gibt es zwei Wracks. Und drei solche Höhlen. Und in einer Höhle habe ich halt. Ach nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das. In einer Höhle habe ich halt eine goldene Kiste gefunden. Wir gucken mal, dass wir erstmal hier auf dieses Wrack kommen. So, da geht es dann hier rein. Plupp. So, hier kriege ich noch Speicherkarten. Hier kann ich sogar noch alte Heizung zerlegen. Das brauche ich aber auch nicht. Tja. Da ich ja schon so weit fortgeschritten bin im Spiel, ist jetzt hier wirklich
Nichts Spannendes für mich. Hier waren die Anzüge drin. Ich weiß gar nicht, war ich da mit euch schon hier drinne? Ich weiß es gar nicht. Entschuldigung. Das könnten wir mitnehmen. So. Doch, da war noch da. Zack. Ob man den irgendwo aufkriegt, weiß ich gar nicht. Ich habe gar kein Atomdingens gefunden. So, hier holen wir drinnen. Also wo man so ein Kerndingens einsetzen könnte. So, und dann, warte mal, da gegenüber. Jetzt, das sind drei Höhlen und zwei haben Wrack. Ist meine Ding schon wieder aus? Nee. Zwei haben ein Wrack. Hier ist aber der Ausgang. Ich werde irre. Ich sag doch, ich verlaufe mich hier immer. Ach, das geht dann da in das. Oh, nee. Okay. Ich werde irre. Hier bin ich reingekommen wahrscheinlich. So, mal trinken. So, dann lass mal hier. Da ist eins. So, dann geht's hier in die nächste Höhle. Und die Höhle ohne. Nee, hier ist es auch nicht. Warte mal. War das hier mit der? Nee, das ist nämlich die Höhle mit dem kleinen Wrack. Da ist dann unter dem einen Wasserfall. Ich muss hier nur, ne? Das ist hier so weitläufig. Ich verfransel mich hier immer. Hier ist der Teleporter. So, ich fliege jetzt mal immer links lang. Hier muss ja irgendwo der Zugang sein. Hier bin ich reingekommen, da ist das andere Schiffchen. Den Baum-Dings nehmen wir noch mal mit. Hier ist der Wasserfall. Hier sind noch mal. Ich muss den Zugang zur dritten Höhle finden. Es kann sich nur um Stunden handeln. Okay, dann machen wir Folgendes. Hier ist kein Zugang gewesen. Dann fliegen wir jetzt hier immer an der linken Seite lang. Hier waren. Nee, das war es nicht. Oder nicht, oder doch, oder vielleicht. Ja, hier. Hier ist so ein kleines Schiffchen. Und hier sind vier Wasserfälle. So, wir gehen aber erstmal hier ins Schiffchen rein. So, was haben wir denn hier? Nichts Interessantes. Okay. Und unter einem dieser Wasserfälle muss man durchtauchen. Ich glaube, das war der mittlere. Warte mal, ich muss erstmal mich hier orientieren. Ich habe es jetzt auch vergessen. Moment mal. Wir tauchen einfach mal unter alle drei. Und da war eine Höhle und da war dann irgendwie eine gelbe, eine goldene Kiste.
Weil ich bin hier nämlich runtergetaucht, weil ich ja dieses letzte Dingens gesucht habe von. Den Herrn. Ich hätte es mir mal aufschreiben sollen, unter welchem Wasserfall ich Dovi. Oder war das der hier? Da, guck mal, da ist schon die Höhle. Da, gucke, da ist sie. Ein schönes Foto. Und dann machen wir die mal auf. So, hier ist noch eine goldene Statue. Das ist schön. Okay. Das heißt, wir nehmen das alles mit, weil wir ja die goldene zerlegen wollen. Jawohl. Okay, und jetzt muss ich hier nur wieder rausfinden. Ja, das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, so, hier ist der Wasserfall. Okay. Mal hier schon gucken. Da. So, dann geht's jetzt mit dem Teleporter zurück zur Base. Dann streicheln wir noch mal die Tierchen. Drei. Und fünf. So. Sehr schön. So, dann gucken wir hier nochmal. Spencer und Aimel. Spencer. Einmal und Fenster. Da, okay. Dann wollen wir mal. Ich hatte überlegt, der Schönheit wegen, ob ich hier nicht solche Baumtöpfe mache und von jeder Baumsorte hier einen hinstelle. Einfach so zum Angucken. Ja, weil in der Natur gehen sie ja doch unter. Da hätte ich Bock drauf, muss ich sagen. Und, aber jetzt machen wir erstmal hier. Das und das und das. Das. Das muss ich selber. Hallo. Oben ist wahrscheinlich voll. Ich muss oben mal einen Schrank machen. Dann nehme ich die mal mit. Das ist Müll. Und dann brauche ich eine Leiterplatte. Hier sind die Bäume. Die wollte ich ja auch noch pflanzen mit euch. So, dann gehen wir erstmal was essen. So, dann geht's hoch.
So, ich will auf jeden Fall noch Schränke machen. Weil das reicht hier nicht. Das reicht hier nicht. Das reicht hier nicht. So, dann lass mal gucken. Genetisches Merkmal Hautmuster. Spezies. Wir packen hier die Spezies rein. Spezies. So, die muss ich leider selber umsortieren. So, warte mal. Alles. Ich mache jetzt erstmal alles mit Köpfchen und dann muss ich das nochmal zwischen Spezies und Variante sortieren. Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen. Köpfchen, Köpfchen. Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen. Köpfchen. Größe hatte ich auch schon. Bio-Dingens hatte ich auch schon. Köpfchen. So. Also, hier kommt das Bio-Dingens hin. Das mit der Qualle. Die Größe ist hier. Variante ist das mit durchsichtigen Ohren, das. Und hier sind jetzt die Spezies. Nein, ich habe hier mich verdrückt. Ich sollte so. Okay. Alles klar. Wenn ich das jetzt hier sortiere, dann sortiert er das wirklich nach 1, 2, 3. Da warte mal. Größe. Okay. 7, 8, 9, 10. Variante. Okay, so. Die anderen mache ich dann auch noch Schränke. So, dann habe ich hier die. So, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Wenn man jetzt in das Portal steigt, ist mindestens ein Sprengsatz und ein so ein Teil. Weil meistens in den Schiffen geheime Räume drin sind. Und das kann man dann immer nur mit dem Kernteil da. Machen. So, ich hatte doch hier nur. Entschuldigung, ich muss gehen. Denn so, drei Dinger davon. Hatte ich jetzt hier schon. Ja, da hatte ich auch schon. Aber nicht hergestellt. Wo hatte ich denn die jetzt das letzte Mal hergestellt? Jetzt muss ich gleich niesen, ich werde wahnsinnig. Schwarzpulver, warte. Oh, ich habe es noch geschafft, mich zu muten. Oh, nies, nies, nies. Stell mal her. Ja, mach mal. Also, ich brauche jetzt noch
Asmion. Obsidian müsste hier rein. Und Osmium. Sagt stärkste Mutti um. Oh. Osmium, ja. Okay, so, dann hörst du mal auf. Ich nehme die mal mit rüber. So, die packe ich hier schon mal rein, weil die brauche ich ja dann irgendwann. Und dann stellen wir so ein Ding her. Also. Und dann gucken wir mal, was wir für schöne Portale haben. Wie gesagt, ich brauche ja nur mal so ein Tier. Schwierigkeit 3. Das ist mir. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf auf Schwierigkeit 3. 5, nee, schönen Dank. Ich hätte gerne Schwierigkeit 1. Können wir das machen? Einfach so für einen Einstieg. Hier. Seltenheit 3. So, grün. Grün 2 und blau. Eins, zwei, drei. Grün, zwei und ein blauer. So. Dann lass mal Cookie-Lookie machen. Ich trinke vorher noch schnell. So, dann machen wir auf. Genau, dann machen wir auf. Dann zeige ich euch schon mal, was sich da geändert hat. Ich kann nicht behaupten, dass das mein Lieblingsdingens ist. Das ist mir hier zu stürmisch. So, was sich jetzt geändert hat, wenn ihr euch entfernt. Hier seht ihr das, hier. Der Mittelpunkt hat jetzt praktisch so einen Leuchtfeuerpunkt bekommen, so einen pinken, dass man den auch wiederfindet. Da hinten sind Teile. Weil ich hatte ja das Problem, dass ich den nie gefunden habe. Und das ging wohl einigen so und deswegen ist da jetzt so ein Leuchtfeuerpunkt, dass man den Ausgang wiederfindet. So, dann lass mal gucken. Das ist natürlich nicht die tollste, gemütlichste Umgebung hier. So, hier ist erstmal eine Kiste. Ups. Oh, das ist ja, der Wind, der ist ganz schön laut. Hier ist nochmal ein Lila-Baumsamen. Wenn ich jetzt vielleicht nochmal einen blauen Baumsamen finden würde, wäre es total klasse. Ich hätte natürlich jetzt auch alles wegschmeißen können. Das mache ich auch, dass ich weiß, dass ich die Kisten schon habe. Ja, Raketentriebwerke, da kann ich mich auch mit tot schmeißen mittlerweile. Und Fackeln auch. Hier ist auch eine Kiste. Variante 5. Das ist ärgerlich. Das kann alles weg.
Und hier ist das Wrack. Aber ich gucke hier erstmal noch mal nach Kisten. Und wir gehen dann nächstes Mal in das Wrack. Ich brauche ja, wie gesagt, nur mal so ein Gen finden. Sollte ich das jetzt beim nächsten Mal mit euch nicht finden, dann muss ich halt alleine suchen. Weil stundenlang in die Wracks, das habe ich ja beim letzten Mal auch alleine gemacht. Weil sonst kriegst du ja echt einen Knall. So, zerlegen. Okay, ihr Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.